auf den Tagesordnungspunkt 3. Das ist unsere Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 19 157/15 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Und ich rufe zuerst auf, und das mache ich langsam, dass die Kollegen und Kolleginnen Platz nehmen können. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Begrüße zur Beantwortung die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart. Und wenn die Kollegen Platz genommen haben und ihre Debatten woanders führen, aber nicht hier. Dankeschön. Dann kommen wir zur Frage 1 vom Kollegen Dr. Christoph Hoffmann, FDP. Frau Flachsmann. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Kollege Hoffmann, 2019 hat die Bundesregierung für das Textilsiegel Grüner Knopf insgesamt Mittel in Höhe von rund 2 Millionen Euro verausgabt. Das schließt Kosten der GIZ einschließlich dortiger Personal- und Gemeinkosten sowie einmalige Kosten mit ein. Darunter fallen zum Beispiel die Einrichtung einer Vergabestellung und die Erarbeitung aller rechtlichen Dokumente, wie der Satzung des Siegels und weitere. Die Frage eines Lieferkettengesetzes ist getrennt davon zu beachten. Hierüber wird die Bundesregierung auf Grundlage des weiteren Verlaufs des NAP-Monitorings 2020 entscheiden. Herr Dr. Hoffmann, bitte. Ich hätte dazu eine Nachfrage, Frau Staatssekretärin. Herr Müller war ja gerade auf Auslandsreise in Äthiopien und da war er zusammen mit dem Arbeitsminister Heil unterwegs. Und da ging es bestimmt auch um Lieferketten. Und er hat dabei gefordert, dass man bei fairem Kaffee die Mehrwertsteuer wegfallen lassen sollte. Macht ja im Bundeshaushalt nur 1 Milliarde aus, die Kaffeesteuer. Wie er die ersetzen will, das will ich jetzt gar nicht fragen. Aber die zwei haben doch sicherlich mit den zuständigen Arbeits- und Bildungsministern dort in diesem Land gesprochen. Und die Frage wäre doch, ob es nicht gesetzliche Regelungen in dem Land bräuchte, um faire Löhne dort wirklich für die Kaffeebauern zu erzielen. Ob die Minister hier in Äthiopien über Mindestlohn und Kinderarbeit mit den dortigen Ministern gesprochen haben. Da ich selber nicht dabei war, persönlich kann ich Ihnen nicht sagen, über welche Fragen die Minister nun ganz aktuell bei ihrem Besuch gesprochen haben. Aber ich kann Ihnen sehr wohl sagen, dass in den Verhandlungen, die wir mit unseren jeweiligen Partnerländern machen und bei denen wir jeweils schauen, in welchen Entwicklungsschwerpunkten wir zusammenarbeiten wollen, die Frage von Menschenrechten und damit auch die Frage von Arbeitsbedingungen, gerechten Löhnen immer einen wichtigen Schwerpunkt bilden. Herr Dr. Hoffmann. Noch eine weitere Nachfrage. Wenn Sie jetzt von fairem Kaffee sprechen, für den Sie die Mehrwertsteuer erlassen wollten. Das ist ja so eine Idee, die rechtlich vermutlich einer Prüfung nicht standhält. Sehen wir mal davon ab. Wer soll denn dann bestimmen, was fair ist? Und würde dann automatisch jeder andere Kaffeeproduzent oder der Kaffee auf den Markt bringt, nicht diskriminiert werden? Oder müssten Sie nicht erst mal nachweisen, ob der wirklich unfaire Produkte auf den Markt bringt? Das ist genau eine der Fragen, die weiter geprüft werden müssen. Herr Kollege Dr. Hoffmann, es wird im weiteren Verlauf der Fragestunde noch einen extra Abschnitt zu genau dieser Thematik geben. Und da ist die Bundesregierung gerade dabei, genau diese Sachverhalte näher zu überprüfen. Dankeschön. Dann kommen wir zur Frage 2 von Dr. Hoffmann. Frau Flachsbart. Wald, Herr Kollege Dr. Hoffmann, ist eine Schatztruhe der biologischen Vielfalt und ein wichtiger Kohlenstoffspeicher und damit von großer Bedeutung für den Klima- und Biodiversitätsschutz. Der Waldaktionsplan des BMZ aus dem Jahr 2017 sieht den Schutz der Wälder, die Wiederaufforstung und die nachhaltige Nutzung von Wald vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezog sich in ihrer Rede vom 14. November 2019 auf Vorhaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zum Waldschutz, die hauptsächlich in Afrika, in Asien und Mittel- und Südamerika durchgeführt wurden. Seit 2008 wurden allein für diese Vorhaben Mittel in Höhe von knapp 510 Millionen Euro zugesagt. Dr. Hoffmann. Entschuldigung. Also eine Nachfrage, Frau Merkel. Wir haben ja in der Frage noch mal gefragt. Frau Merkel sprach von 160 Millionen Hektar Wald. Und wir haben noch mal gefragt, wie sie auf diese Zahl eigentlich kommt, weil die
können wir eigentlich nicht nachvollziehen und auch nirgends sehen. Das wäre die Nachfrage. Genau. Ich werde Ihnen sehr gerne, wie ich bereits sagte, sind es Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit zum Waldschutz in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika. Darüber hinausgehend Projekt SCHAF will ich Ihnen sehr gerne schriftlich eine Liste zukommen lassen. Herr Dr. Hoffmann, noch mal, oder? Dann vielleicht noch eine andere Frage, weil da kommen wir nicht weiter. Das merke ich schon, die 160 Millionen, wo die genau sind oder wie die sich zusammensetzen, das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber dann vielleicht noch eine Frage zum Thema Wald und Brasilien. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Herr Bolsonaro hat ja weiter verkündet, dass er weitere Teile des Amazonas für landwirtschaftliche Produktion freigeben will und roden lassen will und die Kleinbauern auch dazu ermuntert. Welchen Plan hat die Bundesregierung, da entgegenzuwirken? Diese Frage ist eine, die uns auch im Moment in unseren Gesprächen im Kontext COP25 in Madrid sehr stark befasst. Für uns steht außer Zweifel, dass der Schutz der Wälder als grüne Lunge in hoher Priorität ist. Auf der anderen Seite müssen wir gerade mit einem Land wie Brasilien in stetem Austausch und Kontakt bleiben, auch wenn wir eine schwierige Situation haben und versuchen, möglichst große Teile unserer Auffassung in den Gesprächen mit den Partnern, auch schwierigen Partnern, in die Realität zu bringen. Herr Kickeritz dazu. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Frau Staatssekretärin, wir haben jetzt bei dem Fragekomplex vom Kollegen Hoffmann doch ein Thema angesprochen, das immer mehr zentral wird. Es gibt Fraktionen hier im Hause, die sagen, also die Länder sind doch eigentlich dafür verantwortlich, dass Sozialpolitik in ihrem Land auch tatsächlich von der Nationalregierung vor Ort durchgesetzt wird. Lohnhöhe, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und so weiter. Dem schließe ich mich natürlich voll und ganz an. Aber wie steht eigentlich die Bundesregierung grundsätzlich dazu? Wir wissen, dass viele Länder einfach kein Rechtssystem haben, dass sie auch oftmals den politischen Willen nicht haben. Wie steht die Bundesregierung dazu? Sind wir dann verpflichtet, via Lieferkettengesetz oder Lieferkettenverantwortung dieses zu kompensieren? Oder sagen Sie, nein, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Die nationale Verantwortung bleibt in dem Land und wir kümmern uns nicht darum. Frau Dr. Flachsbach. Herr Kollege Kickeritz, auf der einen Seite sind wir alle drei, glaube ich, aus allen drei unterschiedlichen Fraktionen inklusive der Bundesregierung im Moment der Auffassung, dass die Frage von Arbeitsschutzstandards, von sozialen Standards, von Umweltstandards selbstverständlich zunächst mal Angelegenheit einer jeden nationalen Regierung sind. Wir sehen aber im Rahmen unserer Entwicklungszusammenarbeit unsere Aufgabe unter anderem auch darin, Partnerländer zu ermutigen und letztendlich auch zu stärken über Capacity Building zum Beispiel, diese Anforderungen in ihrer eigenen nationalen Gesetzgebung und in der Durchsetzung ihrer nationalen Gesetzgebung dann letztendlich auch zu implementieren. Und bezüglich der Frage der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten, von Umweltstandards im Laufe von Lieferketten haben wir ja zum Beispiel den NAP auf den Weg gebracht. Wir sind im Moment dabei, genau den zu evaluieren und zu schauen, inwiefern denn Lieferketten für unsere eigenen Unternehmen eine wichtige Maßgabe in ihren unternehmerischen Entscheidungen sind. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 3 von Kollegen Uwe Kickeritz. Frau Staatssekretärin. Das Ziel der Bundesregierung, Herr Kollege Kickeritz, ist eine vertiefte Partnerschaft Deutschlands und der Europäischen Union mit Afrika. Die Bundesregierung strebt eine umfassende Beziehung zu den afrikanischen Staaten an, die der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Afrikas und seinen Potenzialen gerecht wird. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, neben anderen Themen wie beispielsweise Frieden und Sicherheit, durch Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten die Zukunftsperspektiven für Menschen in Afrika zu schaffen. Die Bundesregierung begrüßt daher mit Nachdruck die Absicht der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, gemeinsam mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst eine neue Afrika-Strategie zu erarbeiten. Die Afrika-Strategie der Bundesregierung sowie der unter G20-Präsidentschaft ins Leben gerufenen Initiative Compact with Africa können dafür wichtige Impulse liefern. Derzeit verhandelt die EU und ihre Mitgliedstaaten mit den AKP-Staaten aus Subsahara-Afrika, der Karibik und der Pazifikregion ein neues, umfassendes Partnerschaftsabkommen, das sogenannte Post-Cotonou-Abkommen. Dieses soll neben einem überregionalen Rahmen drei regionale Säulen erhalten. Die Bundesregierung setzt sich unter anderem für eine starke EU-Afrika-Säule im Rahmen dieses Abkommens und deren Kohärenz mit anderen Kooperationsformaten ein. Aufbauend
auf der erfolgreichen Umsetzung der afrikanischen Freihandelszone der Afrikanischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, die am 30. Mai 2019 in Kraft getreten ist und an der sich derzeit 54 afrikanische Staaten beteiligen, sollte den afrikanischen Partnern zudem als langfristiges Ziel angeboten werden, ein umfassendes Kontinent-zu-Kontinent-Abkommen zu verhandeln. Voraussetzung hierfür ist aber ein gemeinsamer Außenzoll der AfCFTA. Deutschland ist der wichtigste bilaterale Geber eben dieser afrikanischen Handelsunion und unterstützt die Afrikanische Unionskommission bei den Verhandlungen. Die künftige Gestaltung der EU-Afrika-Beziehungen wird auch ein Schwerpunkt der im zweiten Halbjahr 2020 anstehenden deutschen Ratspräsidentschaft sein. Vielen Dank, Herr Kikeritz. Ja, danke schön. Sie sprechen vom Cotonou-Abkommen als das neue große Abkommen zwischen der EU und jetzt hier mal auf Afrika beschränkt, Afrika. Wir haben ja lange Zeit die sogenannten EPAs verhandelt, von 2001 bis 2014, die nicht zur Zufriedenheit der meisten afrikanischen Länder abgeschlossen worden sind. Inwieweit würden denn jetzt diese Verträge, die Handelsverträge zwischen Brüssel und den afrikanischen Wirtschaftseinheiten, dieses Cotonou-Abkommen tangieren? Und wenn Sie davon sprechen, dass wir einen afrikanischen eine Freihandelszone befürworten, inwieweit würde da auch eine Veränderung dieser EPAs notwendig werden? Ich gehe davon aus, dass dann langfristig auch eine Veränderung dieser sogenannten EPAs notwendig werden würden. Und wie gesagt, langfristig streben wir tatsächlich ein Kontinent-zu-Kontinent-Abkommen an, also zwischen Europa und Afrika. Ich habe die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch so verstanden, als sie mit ihrem ersten Auslandsbesuch auch Äthiopien, den Sitz der Afrikanischen Union, Addis Abeba besucht hat, sodass dann langfristig diese EPAs auch möglicherweise ersetzt werden könnten. Herr Kikeritz, weiter. Ja, noch eine Frage. Es gibt ja viele Veränderungen in Afrika, positiver Art, zum Beispiel auch im Sudan. Meine Frage ist, plant die Bundesregierung die Aufnahme des Sudans in die Länderliste und in welchem Zeitraum soll das geschehen? Und wenn man sich da so die Entwicklung aktuell vorstellt, inwieweit sieht denn die Bundesregierung tatsächlich noch die Erstellung von Länderlisten als sinnvoll an, da ja doch die Welt in Bewegung ist und sich die Verhältnisse von heute auf morgen oftmals drastisch ändern? Und da ist ja so eine starre Länderliste ja dann sicherlich nicht förderlich. Sie wissen, dass es eine Beschlussfassung des Deutschen Bundestages bezüglich der Aussetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit dem Sudan gibt. Ja. Und daran ist die Bundesregierung selbstverständlich gehalten. Aber genauso muss die Bundesregierung natürlich immer wieder die Lage in den einzelnen Ländern erneut bewerten. Ich gehe davon aus, dass das der Deutsche Bundestag ebenso tut und dass wir da möglicherweise angesichts der neuen Verhältnisse auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 4, auch von Kollegen Kikeritz. Frau Dr. Flachsbeil. Im Juni 2018 schlug die Europäische Kommission das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit, NDC, für den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 vor. Darin sollen mehrere im derzeitigen MFR separate Außenfinanzierungsinstrumente der EU zusammengefasst werden. Verhandlungen werden erst im Rahmen einer Gesamteinigung zum neuen MFR der EU abgeschlossen werden können. Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der Verhandlungen über das NDC für einen umfassenden Ansatz im Bereich Flucht und Migration ein. Mit dem neuen Instrument sollen sowohl Maßnahmen des Migrationsmanagements und der Migrationssteuerung als auch der Ursachenminderung von Flucht und irregulärer Migration finanziert werden. Die Bundesregierung teilt die gemeinsame Position des Rates, mindestens 10% der NDC-Mittel für den Bereich Flucht und Migration vorzusehen. Diese Positionierung hat auch Eingang in das Verhandlungsmandat des Rates gefunden. Teil dieses Mandates ist auch ein flexibler Ansatz, welcher die EU in die Lage versetzen soll, die Wirkung ihrer Mittel an die konkreten Verhältnisse des Partnerstaates besser anzupassen. Die Bundesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass im Rahmen des NDC die Zielerreichung, Verhältnismäßigkeit, insbesondere auch in Bezug auf entwicklungspolitische Zielsetzungen und Kohärenz möglicher Maßnahmen sichergestellt werden. Kikeritz. Ja, herzlichen Dank.
Sie sprechen richtig von Indigi als neues Instrument. Und Sie sagen auch völlig korrekt, dass es sehr viel mit Migrationspolitik zu tun hat. Jetzt weiß ich von Ihrem Minister Gerd Müller, dass er sich immer geweigert hat, Rückführung und Migration mit Konditionalitäten zu belegen. Aber in Artikel 8 Absatz 7 dieser Regelungen zu Digi wird ganz klar davon gesprochen, dass es nur dann eine Unterstützung gibt, wenn die Länder auch bereit sind, großzügig über die Rückkehr zu verhandeln und die Menschen auch wieder zurückzunehmen. Inwieweit widerspricht sich da der Minister nicht mit oder widerspricht es dem Ansatz des Ministers? Naja, wir sind ja im Moment noch bezüglich der konkreten Ausformulierung der Indigi-Mittel und auch der Indigi-Rahmenbedingungen auf dem Weg sozusagen und werden da tatsächlich schauen, dass es, ich kann das wiederholen, eine Regelung gibt, die sich anpasst an die konkreten Verhältnisse des Partnerlandes, dass im Rahmen von Indigi die Zielerreichung, Verhältnismäßigkeit, insbesondere die Orientierung an den entwicklungspolitischen Zielsetzungen und die Kohärenz möglicher Maßnahmen sichergestellt werden. Das ist die Grundlage, auf der wir weiter verhandeln. Herr Kikeritz, eine weitere? Ja, Sie sprachen jetzt mehrmals von dem Begriff Kohärenz im Zusammenhang mit Indigi. Meine Frage ist, inwieweit denn der EuTF da noch eine Rolle spielt? Inwieweit ist da das sichergestellt, dass der EuTF seine Funktion beibehält, wie er sie zurzeit hat? Wird er tatsächlich jetzt noch als selbstständiger Fonds geführt oder wird er in das Budget der EU überführt? Und die zweite Frage wäre, Sie haben ja einen Evaluierung des Europäischen Rechnungshofs auch vorliegen und diese Evaluierung ist extrem negativ. Wie geht denn die Bundesregierung mit diesen Ergebnissen des Europäischen Rechnungshofs bezüglich EuTF um? Herr Kollege Kikeritz, Sie erlauben, dass das sicherlich gerechtfertigte Fragestellungen sind, die wir berücksichtigen müssen. Wir berücksichtigen die, aber ich kann Ihnen leider noch keine abschließenden Ergebnisse dieser Überlegungen darstellen. Eine Rückfrage von Frau Polat. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin Dr. Flachsbart. Sie haben es angesprochen, etwa 10% fließen unter anderem auch in den Aufbau von Grenzregimen. In einigen der afrikanischen Ländern gab es bis dato keine Grenze. Viele der Länder haben freien Warenverkehr gehabt, freien Personenverkehr, im Sinne auch, wie wir das verfolgen, innerhalb der Europäischen Union. Und nun wird aus innenpolitischen Interessen massiv dort Grenzregime aufgebaut. Sehen Sie hier zum einen negative Entwicklungen aus Sicht des Entwicklungsministeriums und zum zweiten wird die GIZ, die GITS, mit europäischen Mitteln und damit auch mit deutschen Steuergeldern unterstützt, dort Grenzkontrolleure auszubilden? Also ehrlich gesagt sind wir vermutlich beide eher der Auffassung, dass es in Afrika zu viele Grenzen gibt, denn zu wenige. Es gibt zu viel Handelshemmnisse als denn zu wenige und deshalb fördert die deutsche Bundesregierung auch insbesondere die Anstrengungen der Afrikanischen Union, eine große Freihandelszone auf den Weg zu bringen. Da sind viele, viele Hindernisse noch tatsächlich zu überwinden. Da ist Zoll, aber auch die Wertigkeit von Waren. Sicherlich sind das Punkte. Also von daher sehe ich nicht, dass die Europäische Union oder Deutschland nun mit der einen Hand versucht, eine Freihandelszone zu etablieren und auf der anderen Hand versucht, Grenzen einzuziehen. Sicherlich versuchen wir aber, das ist so, unregulierte Migration einzudämmen und das selbstverständlich mit Hilfe unserer afrikanischen Partnerländer. Ottmar von Holst. Ja, schönen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Mit dem neuen Nachbarschaftsinstrument werden ja nicht nur der Entwicklungsfonds integriert, sondern das sollen ja eine ganze Reihe bestehender Instrumente, jedenfalls gemäß der vorliegenden Vorschläge der Kommission, in dieses Instrument integriert werden. Unter anderem das Instrument für Stabilität und Frieden, in englischer Abkürzung ICSP, was ein Instrument ist, was eine ganze Reihe von
sehr detailliert ausformulierten Maßnahmen und Zielen, ich sag mal beispielsweise Minenräumung hat, um in Konfliktfall nachhaltigen Frieden zu sorgen. Wie gehen Sie in Ihren Verhandlungen, Sie sagen, es wird noch verhandelt, unter welchen Bedingungen das Nachbarschaftsinstrument eingesetzt wird, da heran, um sicherzustellen, dass auch die Ziele dieses Instrumentes weiterhin in Maßnahmen sich wiederfinden, damit dann auch Friedensinitiativen vor Ort von dem neuen Nachbarschaftsinstrument profitieren können. Herr Kollege von Holz, wir werden sicherlich alles dafür tun, dass Instrumente, die wir beide in diesem Moment als sinnvoll erachten, auch weiter ihre Wirkung entfalten können. Vielen Dank. Rückfrage Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Bei der Beantwortung der von der Kollegin Pollert gestellten Frage ist ja noch offen geblieben, ob es richtig ist, dass die GIZ Projektmittel erhält zur Ausbildung von Grenzbeamten. Soweit ich weiß, ist die GIZ eher unterwegs, tatsächlich bei der Polizei zu implementieren, welche Vorstellungen von Menschenrechten es gibt und von der Unverletzlichkeit von Menschenrechten und Menschenwürde, insbesondere auch die entsprechenden Grenzschutzorgane in Kenntnis zu setzen. Punkt. Das ist das, was ich Ihnen im Moment sagen kann, was ich weiß. Ich kann Ihnen aber sehr, sehr gerne dazu auch noch mal eine schriftliche Stellungnahme aus meinem Haus zukommen lassen. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dann kommen wir zur Frage 5 des Kollegen Stefan Schmidt. Jetzt sind wir wieder beim fairen Kaffee. Kaffee wäre auch nicht schlecht. Herr Kollege Schmidt, die Bundesregierung arbeitet engagiert an der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele und unterstützt daher nachdrücklich auch den fairen Handel. Er hat eine wichtige Bedeutung im Kampf gegen Armut, ermöglicht nachhaltiges Wirtschaften und kann die Lebensbedingungen der beteiligten Produzentinnen und Produzenten vor Ort verbessern. Unter dieser Maßgabe eruiert die Bundesregierung derzeit, ob eine Befreiung von nachhaltig produziertem und fair gehandeltem Kaffee von der Kaffeesteuer einen Beitrag zu diesen Zielen leisten kann. Dabei ist insbesondere zu klären, welche Kriterien an die Nachhaltigkeit des importierten Rohkaffees anzulegen wären. Darüber haben wir eben bereits gesprochen. Und ob sichergestellt werden kann, dass der nationale Handel die Steuerersparnis dann auch an Kundinnen und Kunden oder Produzentinnen und Produzenten weitergeben würde, sowie inwieweit die Steuerbefreiung die Attraktivität von nachhaltig produziertem und fair gehandeltem Kaffee dann auch wirklich erhöhen würde. Herr Schmidt. Vielen Dank. Ihre Antwort setzt direkt an meiner Nachfrage an, wenn man so will. Es ist ja so, dass wenn man jetzt eine Steuerermäßigung hier gibt, dann bleibt der konventionelle Kaffee nach wie vor günstiger. Und wenn man sich gleichzeitig anschaut, dass nur ungefähr 1% des Umsatzes mit Fairtrade-Produkten momentan geschieht, dann ist meine Frage, ob Sie sich da wirklich eine Lenkungswirkung erwarten. Und ich möchte auch wissen, ob Sie weitere Maßnahmen planen, um wirklich Fairtrade-Produkten einen größeren Marktzugang und mehr Umsatz in Deutschland zu ermöglichen. Also ein bisschen mehr als 1%, Herr Kollege Schmidt, ist es nach meinen Angaben hier schon. Es sind 5% immerhin. Und natürlich erhoffen wir durch eine Befreiung von der Steuer, dass es dann eben auch einen größeren Zuspruch zu diesen Produkten geben könnte. Ich darf daran erinnern, dass die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Energiegesetzgebung gerade diesen Weg geht, um die Attraktivität der Produkte der Deutschen Bahn zu erhöhen. Herr Schmidt. Vielen Dank. Vielleicht nur zum Verständnis, das 1% bezog sich auf alle Produkte, die 5% wahrscheinlich dann auf Kaffee. Meine weitere Nachfrage ist, dass eine Steuersenkung für Fairtrade-Produkte insbesondere nur den zertifizierten Produkten zugute käme. Sie würde nicht das generelle Problem von Kinderarbeit, von katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Erzeugerländern auf den Kaffeeplantagen beispielsweise lösen. Deshalb meine Frage, inwiefern Sie da konkrete verbindliche gesetzliche Regeln für Kaffeeimporteure vorschreiben, festschreiben wollen, sodass wirklich existenzsichernde Löhne
gute Arbeitsbedingungen zur Voraussetzung für Kaffeeimport werden würden. Das gilt natürlich gleichermaßen für andere vergleichbare Produkte wie Kakao oder Tee. Herr Kollege Schmidt, wie Sie wissen, gibt es seit 2011 die für alle Unternehmen verbindlichen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die sind auch hier in der Bundesrepublik Deutschland implementiert, unter anderem im Rahmen des NAP, des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte. Und wie Sie wissen, erfolgt gerade im Moment eine Evaluation, inwiefern sich Unternehmen auf freiwilliger Basis denn tatsächlich diesen Rahmenbedingungen verpflichtet fühlen. Im Moment haben wir Ergebnisse, dass der erste Abschnitt der Evaluation nicht befriedigend ausgefallen ist. Der Koalitionsvertrag ist dazu relativ klar und sagt, wenn im Jahr 2020 der zweite Abschnitt der Evaluation ebenfalls nicht zufriedenstellend ausfallen sollte, dann verpflichtet sich die Koalition zur Erbringung eines, zur auf den Wegbringung eines Lieferkettengesetzes. Vielen Dank. Nächste Rückfrage, Dr. Hoffmann. Ja, ich bin dem grünen Kollegen dankbar, dass wir noch mal beim fairen Kaffee weitermachen konnten, dass ich doch noch ein bisschen nachfragen kann zu dem Thema. Wenn Sie Steuererleichterungen für faire Produkte haben wollen, so wie das jetzt im Ansatz von Herrn Müller gemacht wird, dann muss es natürlich auch für andere faire Produkte gelten. Kann ja nicht nur für Kaffee sein, sondern müsste vielleicht auch für Tomaten, die in Deutschland fair und gut hergestellt werden, gelten, die sich ja auch im Konkurrenzkampf, also regionale Produkte in Deutschland befinden sich auch im Konkurrenzkampf mit internationalen Produkten, die vielleicht unter anderen schlechten Bedingungen hergestellt worden sind, vielleicht von sklavenartiger Arbeit in den südlichen Ländern Europas. Müsste es nicht dann auch für die deutsche Landwirtschaft gelten, dass faire Produkte Mehrwertsteuererlass kriegen? Herr Kollege Hoffmann, ich gehe davon aus, dass alle Produkte, die in Deutschland produziert werden, unter, wie Sie es nennen, fairen Bedingungen produziert werden. Wir haben hier Instrumente wie zum Beispiel den Mindestlohn, wir haben den Standard von Sozialversicherungen, wir haben Arbeitsschutzinstrumente, sodass die Produkte, die hier bei uns produziert werden, sicherlich diesen Maßstäben genügen. Und für die Frage der in anderen europäischen Mitgliedstaaten geltenden Produktionsbedingungen wissen Sie, dass wir einen gemeinsamen Markt haben und dass in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die gleichen Bedingungen gelten. Und im Moment sprechen wir tatsächlich über Produktionsbedingungen von Produkten, die aus Drittländern in unseren Wirtschaftsraum eingeführt werden. Dankeschön. Nächste Rückfrage, Uwe Kikeritz. Dankeschön. Also Frau Staatssekretärin, ich empfehle Ihnen jetzt nicht, die deutschen Schlachthöfe zu besuchen, weil Sie eben sagten, in Deutschland wird alles grundsätzlich fair hergestellt. Aber das meine Frage ist, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass die UN-Leitprinzipien seit 2011 letztendlich für die Unternehmen verbindlich sind und die im Prinzip auch eingehalten werden sollten. Über den NAP-Prozess soll jetzt evaluiert werden, wie denn das tatsächlich umgesetzt wird. Die erste Befragung ist abgeschlossen. Sie hat ganz klar gezeigt, dass die Ergebnisse krachend verfehlt worden sind von den deutschen international agierenden Unternehmen. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass innerhalb der nächsten 10-12 Monate sich das Verhältnis verändert? Oder ist es so, dass die Wissenschaftlichkeit Ihrer Umfrage überhaupt in Zweifel zu ziehen ist, was ich anfangs gemacht hat, aber man hat mir von Ihrem Haus immer wieder erklärt, nein, das ist auf wissenschaftlich höchstem Niveau und wir bekommen das richtig geregelt. Eine zweite Nachfrage kann meines Erachtens ja kein anderes Ergebnis erzielen. Ich schlage immer vor, dass man zunächst mal die Ergebnisse einer Abfrage dann abwartet, bevor man spekuliert, wie sie denn sein könnten. Das hilft immer. Das Betrachten der Wirklichkeit ist ja Beginn aller Politik, wie wir wissen. Und dann wird man schauen, wie dieses Ergebnis tatsächlich aussieht. Und man wird dann auf Grundlage dieses Ergebnisses, so wie es der Koalitionsvertrag vorsieht, übrigens auch so, wie die Minister Müller und Heil es heute Morgen noch mal bekräftigt haben, sich auf den Weg machen zu einem Lieferkettengesetz. Deshalb werden die beiden Häuser jetzt sich an die Erarbeitung von Eckpunkten machen, um dann einer Situation, wie auch immer sie sich darstellt, gegenübertreten zu können. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Rückfrage vom Kollegen Luksic.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, Ihnen ist ja sicherlich bekannt, dass wir 3 unterschiedliche Steuersätze haben. Also auch für löslichen Kaffee gibt es ja wieder einen unterschiedlichen. Und die Rohbohne wird ja nicht besteuert. Also wir haben 3 unterschiedliche Steuersätze für Kaffee. Und wenn Sie da jetzt noch einen eigenen Tatbestand einführen wollen für den vermeintlich fair gehandelten, was ein Bürokratiemonstrum wird, hätten wir nachher 6 Steuersätze. Halten Sie das für einen Beitrag zur Bürokratiesenkung oder wie soll das am Schluss funktionieren? Also da bin ich wirklich gespannt auf Ihre Antwort. Herr Kollege, es geht mir hier nicht um irgendwelche Steuersätze. Ich bin auch keine Finanzpolitikerin und von daher, wie Sie wissen, und von daher kann ich Ihnen da auch nicht genügend seriös und detailliert Auskunft geben. Um was es uns geht im Entwicklungsministerium, ist letztendlich, dass es fairen Handel gibt. Dass es in den Ländern, wo Rohstoffe produziert werden, deren Produkte in der Wertschöpfungskette wir hier zu unserem täglichen Lebensumfeld rechnen, sei es Kaffee, sei es aber auch Schokolade oder seien es Textilien oder seien es Handys oder Batterien, die Coltan oder Kobalt enthalten, dass diese Produkte unter fairen Bedingungen produziert werden und dass die auch fair bezahlt werden. Dass wir nicht auf der einen Seite versuchen, im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit, Lebensverhältnisse in unseren Partnerländern zu verbessern und auf der anderen Seite als Konsumenten eben gerade dazu beitragen, dass sich diese Lebensverhältnisse nicht verbessern können. Und da suchen wir passende Instrumente. Vielen Dank. Dann kommen wir zu der Frage 6, aber da kommen wir nicht dazu, weil die wird schriftlich beantwortet. Frage 7 wird schriftlich beantwortet. Die Frage 8, Kollege Ottmar von Holz, Frau Staatssekretärin. Herr Kollege von Holz, die Bundesregierung teilt das Ziel von Ärzte ohne Grenzen, alle Kinder mit lebensrettenden Impfstoffen zu erreichen. Um jedes Kind weltweit vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen, müssen Impfstoffe in ausreichender Menge und zu einem angemessenen Preis verfügbar sein. Dafür setzt sich Deutschland als Mitglied im Verwaltungsrat der globalen Impfallianz Gavi ein. Das von Ihnen genannte Advanced Market Commitment hat wesentlich dazu beigetragen, dass auch Kinder in den ärmsten Ländern den Zugang der Welt den Zugang zu Impfstoffen gegen Pneumokokken erhalten haben. Mit Gavis Unterstützung konnten bisher mehr als 183 Millionen Kinder in 60 der ärmsten Länder der Welt mit Impfstoffen vor Pneumokokken geschützt werden. Ungeachtet der bereits erreichten Preisreduzierungen scheinen die Kosten für die beiden zurzeit von Gavi bezogenen Pneumokokken-Impfstoffe eine Herausforderung für viele Länder zu sein. Vor diesem Hintergrund ist es grundsätzlich erfreulich, dass der Markteintritt eines weiteren, noch günstigeren Impfstoffs gegen Pneumokokken voraussichtlich im kommenden Jahr ansteht. Ende 2020 läuft die Laufzeit des AMC für Pneumokokken aus. Eine Entscheidung im Hinblick auf die verbliebenen Mittel müsste von den Gebern des AMC und den beteiligten Akteuren getroffen werden. Die Bundesregierung setzt sich im Gavi-Verwaltungsrat weiter dafür ein, den Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen für Kinder in Entwicklungsländern zu verbessern, indem eine lückenlose Versorgung zu einem nachhaltigen Preis sichergestellt wird. Vielen Dank, Herr Ottmar von Holz. Ja, schönen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich hätte da noch mal eine Nachfrage. Es ist ja schön zu hören, dass Sie sich da im Rahmen des Boards, also des Aufsichtsrates, für einsetzen. Das Problem bei vielen Ländern ist ja vor allen Dingen bei den sogenannten Transitionsländern. Das heißt, wenn sie aus dem Gavi-Programm rausfallen, die Preise und noch halten zu können, um dann sozusagen die in der Gavi-Zeit gewohnten Impfprogramme selber finanziert weiterführen zu können, was auch unmittelbar mit den Impfpreisen zusammenhängt, wenn Sie diese Finanzierung entsprechend stemmen wollen. Da wollte ich ganz gerne die Bundesregierung fragen, inwieweit sie solche Länder unterstützt, damit sie sozusagen in dieser Übergangsphase auch mittelfristig bis langfristig eine Finanzierung von eigenen Impfkampagnen auch sicherstellen können, inwieweit sie sozusagen ihren Einfluss auch auf die Gestaltung der Impfpreise dort in diesem Bereich einsetzen, geltend machen. Herr Kollege von Holz, wir versuchen im Rahmen des uns Möglichen tatsächlich auch gerade für diese Transitionsländer Einfluss zu nehmen. In Bezug jetzt ganz speziell nochmal auf die Pneumokokken ist es halt eine wirklich erfreuliche Entwicklung, dass über Pfizer und GlaxoSmithKline hinaus 2 potenzielle Anbieter von Pneumokokken-Impfstoff bei der AMC registriert sind. Da geht es ja immer auch um die Frage letztendlich von Zertifizierungen. Und bislang ist es eben tatsächlich so, dass nur diese beiden in Anführungsstrichen alten Anbieter
von der WHO vorqualifiziert sind und eben AMC-zugelassene Impfstoffe produzieren. Aber wir gehen davon aus, dass das Qualifizierungs- bzw. Zertifizierungsverfahren jetzt seinen Gang bringt. Und dann hätten wir eine wesentlich höhere Anzahl, nämlich nicht mehr zwei, sondern vier potenzielle Anbieter und damit auch im Sinne der Verbraucher positive Marktkräfte, die wirken würden. Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Rückfrage. Dann danke ich Ihnen, Frau Dr. Flassbart, weil wir kommen jetzt zum nächsten Geschäftsbereich. Und zwar ist es der Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramts. Zur Beantwortung stehen uns bereit Dr. Hendrik Huppenstedt, der wird die Frage 9 beantworten und die Frage 10 wird von Monika Grütters, der Staatsministerin, beantwortet. Wir kommen zur Frage 9, Canan Bayram. Herr Dr. Huppenstedt. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Kollegin Bayram, auch vielen Dank für die Frage, die ich gerne wie folgt beantworte. Die Bundesregierung hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin zur Kenntnis genommen. Über mögliche Konsequenzen für die Akkreditierungspraxis wie auch für die weitere Prozessführung in den anhängigen Gerichtsverfahren kann erst nach Eingang und sorgfältiger Auswertung der schriftlichen Urteilsbegründung abschließend entschieden werden. Eine wichtige Neuerung im Nachgang zu dem G20-Gipfel in Hamburg ist die Einsetzung eines Akkreditierungsbeauftragten im Bundespresseamt, der das Akkreditierungsverfahren aufmerksam juristisch begleitet und bei entsprechenden Veranstaltungen zu allen Belangen der Akkreditierung vor Ort als Ansprechpartner für die Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung steht. Nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat das Bundespresseamt unter Einbeziehung der zuständigen Sicherheitsbehörden auch Gespräche mit der Bundespressekonferenz und den Journalistenverbänden, namentlich dem Deutschen Journalistenverband und der Union Deutscher Journalistinnen und Journalisten, zu möglichen Verbesserungen geführt. Vielen Dank, Frau Bayram. Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie auf diese Gerichtsentscheidung hin die weiteren offenen Verfahren nicht dadurch beenden wollen, dass Sie der Feststellung gerichtsfolgend sozusagen anerkennen, dass auch in den anderen Verfahren die Bundesregierung sich falsch verhalten hat? Habe ich Sie dahingehend richtig verstanden, dass Sie sagen, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber seit Wochen werden wir uns dazu nicht verhalten? Nein, haben Sie mich falsch verstanden? Ich habe ja ausgeführt, dass wir uns sehr genau, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, uns damit befassen werden und dann schauen werden, ob das Auswirkungen für die anderen noch anhängigen Klagen hat. Haben Sie eine weitere? Ja, Frau Bayram. Dann wäre nur meine weitere Nachfrage, dass Sie jedenfalls dieses vom Gericht bisher beanstandete Verfahren nicht verändern werden für die Zukunft, sondern es weiterhin jederzeit die Gefahr, das Risiko gibt, dass Journalistinnen und Journalisten auf Listen landen, nur weil sie ihrer Arbeit nachgehen und dann vor ein Verwaltungsgericht ziehen müssen, um eventuell zurückgenommene Akkreditierungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit beziehungsweise wohl zutreffender der Rechtswidrigkeit der Akkreditierung überprüfen zu lassen. Faktisch kann man das ja zusammenfassen auf die Aussage, Sie haben nichts gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit und wollen auch in Zukunft weiter so massiv in Journalistinnenrechte eingreifen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Frau Kollegin, Sie haben vor allen Dingen leider nicht die Antwort meiner Frage offenkundig zur Kenntnis genommen. Mhm. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, das Ganze noch mal vorzutragen, aber ich fürchte, auch das wird nicht dazu führen, dass sich Ihre Auffassung ändern wird. Wir haben im Bundespresseamt jetzt verschiedene Neuerungen, so zum Beispiel, wie ich Ihnen vorgetragen habe, die Einrichtung eines Akkreditierungsbeauftragten, der genau solche juristisch schwierigen Fragen klären soll. Denn eines ist doch ganz klar, für die Bundesregierung hat die Pressefreiheit ein überragend hohes Gut und wir sind da sehr, sehr vorsichtig und werden jetzt uns als nächstes ganz genau noch mal die Urteilsgründe anschauen und danach entscheiden, wie es mit den anderen Fällen weitergeht. Vielen Dank, Dr. Huppenstedt. Dann kommen wir zur Frage 10 der Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Es beantwortet Monika Grütters. Frau Grütters. Ja, es geht um abgelehnte Anträge im Deutschen Zentrum Kulturgutverlust über Anträge zum
Bereich koloniale Kontexte. Im Jahr 2019 wurden 14 Anträge auf langfristige Förderung sowie 3 Anträge auf kurzfristige Förderung eingereicht, 5 Anträge auf langfristige Förderung sowie 1 Antrag auf kurzfristige Förderung wurden abgelehnt. Ein Antrag auf langfristige Förderung wurde vor Bewilligung durch den Vorstand vom Antragsteller zurückgenommen. Ein Antrag wurde nach Bewilligung zurückgezogen. Die abgelehnten Anträge hatten verschiedene Objektzahlen zum Gegenstand. Das erste Oberhessisches Museum Marburg, Universität Gießen, ca. 100 Objekte. Universität Düsseldorf, Reichs-Engelhorn Museum Mannheim, ca. 2000 Objekte. Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz, ca. 77 Objekte. München, Neue Sammlung, ca. 650 Objekte. Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln, ca. 2000 Konvolute mit insgesamt deutlich höherer Objektzahl. Braunschweig, das war der kurzfristige Antrag, ca. 36 menschliche Überreste. Dem Antragsteller wurde geraten, einen langfristigen Antrag zu stellen. Und die Entscheidung über Bewilligung oder Ablehnung der Anträge obliegt dem Vorstand des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Förderbeirats. Der Bundesregierung werden die Gründe für eine Ablehnung nicht mitgeteilt. Vielen Dank. Nachfrage bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, für diese Antwort, aus der wir ja entnehmen können, dass erhebliche Summen von Objekten nicht beforscht werden, weil es eben diese entsprechenden Ablehnungen gibt. Und nachfolgend frage ich, wie die Bundesregierung den Umstand bewertet, dass in dieser ersten Förderphase des Förderbereichs koloniale Kontexte am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, die genehmigt wurden, lediglich 149 von geschätzten zigtausenden menschlichen Gebeinen sowie nur etwa 1300 von geschätzten Millionen Objekten aus kolonialen Kontexten auf ihre Herkunft hin erforscht werden, und inwieweit muss beziehungsweise kann hier nachgesteuert werden? Wie gesagt, die Bearbeitung der Anträge, die Begründung dafür, ob sie angenommen und das heißt finanziert werden oder abgelehnt werden, fällt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in eigener Verantwortung unter Konsultation eines eigens dafür eingesetzten Förderbeirats. Insofern ist es nicht meine Aufgabe, die Gründe für eine Bewilligung oder Ablehnung hier zu kommentieren. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, zielt Ihre Frage ja darauf hin, wie man mehr Objekte besser beforschen kann. Dazu kann ich nur sagen, jede Einrichtung, die diese Objekte beherbergt, muss natürlich, das ist Kernaufgabe ihrer Arbeit, die Beforschung selber vornehmen. Das, was das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste leistet, ist eine ergänzende und zusätzliche Bereitstellung von Mitteln durch den Bund. Weitere Rückfrage? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatsministerin, uns hat ja die Nachricht erreicht, die Ankündigung der Open Society Foundations, dass in den kommenden 4 Jahren etwa 15 Millionen US-Dollar für die Erforschung und Rückgabe von Kulturgut aus kolonialen Kontexten bereitgestellt werden sollen. Welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregierung denn aus dieser Ankündigung und inwieweit wird die Bundesregierung mit der Stiftung zusammenarbeiten? Es ist ja aus meiner Sicht äußerst begrüßenswert, dass auch andere Quellen jetzt sprudeln, um diese Aufarbeitung der Geschichte, unserer Kolonialgeschichte und auch der Kulturgüter, die aus den kolonialen Kontexten unter zum Teil ja äußerst problematischen Umständen hierher gekommen sind, dass eben auch andere Organisationen sich dieser Aufarbeitung jetzt widmen. Ich glaube, dass die Kolonialzeit lange ein blinder Fleck in unserer Geschichtsaufarbeitung und Erinnerungskultur war und dass es hohe Zeit wird, dass mit gemeinsamen Kräften daran, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird und wir auch das Wissen aufholen. Das gilt natürlich auch für die entsprechenden Einrichtungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Monika Grütters. Vielen Dank, Hendrik Ruppenstedt. Damit kommen wir zum nächsten Geschäftsbereich. Und das ist der Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Ich begrüße die parlamentarische Staatssekretärin Sarah Riglewski. Und wir kommen zur Frage 11 des Kollegen Oliver Luksic. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Luksic, die Bundesregierung nimmt die Position des Umweltbundesamtes zur Kenntnis und sie hat dazu keine Berechnung oder Folgenabschätzung vorgenommen. Herr Luksic.
Ja, Frau Staatssekretärin, das war eine kurze Antwort und etwas sehr knapp. Das ist ja eine nachgeordnete Behörde des Umweltministeriums, wie Ihr Haus ja SPD geführt, eine SPD-Beamtin an der Spitze. Deswegen möchte ich Sie nach Ihrer Meinung zu dem Inhalt des Ganzen doch mal fragen, weil es sind ja zwei Aspekte. Das eine geht es ja darum, die Elektroquote zu erhöhen. Dazu hat Ihr Haus ja auch Vorschläge gemacht für den Autogipfel. Und zum Zweiten, Mobilität zu verteuern. Und das trifft ja beides die breite Mitte in Deutschland. Und deswegen frage ich Sie, ob Sie auch wissen, dass wir in Deutschland derzeit jeden Tag 270 Arbeitsplätze im Bereich Automobil und Zulieferer verlieren und dass diese Vorschläge das Problem nicht nur verschärfen würden. Der Bosch-Chef hat heute da vor einem Verbot des Diesels gewarnt, was gerade in Brüssel durch die Hintertür passiert. Und zum Zweiten, dass gerade der ländliche Raum davon betroffen ist, wenn Kraftstoffpreise steigen, Pendlerpauschale abgeschafft wird. Wir wollen ja, dass die Menschen nicht alle in die Städte ziehen. Also deswegen, wie ist da die Auffassung Ihres Hauses dazu? Also die Auffassung meines Hauses drückt sich in den Gesetzen aus, die wir gerade erst beschlossen haben. Deswegen ist die Antwort zugegebenermaßen knapp, aber sie ist, gibt auch das wieder, was die Bundesregierung Stand jetzt als Meinung hat, dass man natürlich immer gucken muss, wie man auch Meinungen weiterentwickelt. Das ist ja klar und das ist auch selbstverständlich. Aber wir nehmen das jetzt erstmal zur Kenntnis. Das ist die Äußerung des Bundesumweltamtes. Wir haben gerade, das haben Sie ja selber auch gesagt, einige Gesetze in diesem Kontext beschlossen. Wir halten das auch erstmal für den Stand, wo wir jetzt sind. Und dann wird man in der Perspektive schauen müssen. Aber für uns gibt es aktuell keinen Grund, jetzt zu sagen, wir reagieren darauf unmittelbar. Luxic, haben Sie eine weitere Frage? Dann ist Dr. Kraft der Nächste. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dass Sie so kurzfristig auf die Äußerung des UBA, des Umweltbundesamtes, keine Zahlen haben, okay, ist verständlich. Aber es gibt ja die dezidierten Pläne der Bundesregierung, Elektromobilität zu fördern und einen sukzessiven Aufbau an Elektromobilität zu haben. Ich frage jetzt Sie als Repräsentantin des Finanzministeriums, haben Sie denn Zahlen, wie weit das Steueraufkommen durch Reduzierung der Kfz-Steuer und auch eine Reduzierung der Energiesteuer in Form von weniger verkauften Treibstoffen in Tankstellen, inwiefern das die Bundeshaushalte in den kommenden 10 Jahren belasten wird? Also wir haben nicht nur Pläne, sondern es gibt zur Förderung der Elektromobilität, sondern dieses Haus hat in der vergangenen Woche dazu Gesetze beschlossen, die jetzt im Bundes, die auch teilweise, nee, das ist sogar schon einige Wochen her, das war das Jahressteuergesetz, also die auch schon beschlossen sind. So diese detaillierten Fragen, die Sie jetzt gerade gestellt haben zu den Zahlen, die kann ich Ihnen so ad hoc, das werden Sie vielleicht Verständnis für haben, nicht nachliefern. Wenn Sie mir das schriftlich zukommen lassen, würden wir Ihnen das auch schriftlich beantworten. Vielen Dank. Nächster, Dr. Hoffmann. Der Kollege Lukas hat es gerade ein bisschen angesprochen. Ich wollte einmal Ihre Auffassung noch wissen, inwieweit... Können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Ich habe das selber das Gefühl, dass es ein bisschen schwierig ist heute. Jetzt vielleicht besser? Ja. Okay. Meine Frage an Sie ist, halten Sie es für richtig, dass eine Behörde, ein Umweltbundesamt, was ja nachgeordnet ist nach einem Ministerium, einfach mit eigener Meinung und eigenen Vorschlägen hinausgeht und die politische Debatte anfacht, auch unter Umständen gar nicht die Meinung des eigenen Ministeriums trägt? Das steht mir jetzt nicht zu, das zu beurteilen, aber die Meinung der Bundesregierung und die Haltung der Bundesregierung habe ich ja deutlich gemacht. Und wir haben jetzt Entscheidungen getroffen, die das Thema Entfernungspauschale berücksichtigen, wo wir sagen, wir wollen für Leute, die pendeln und die auch längere Strecken pendeln müssen, hier auch für eine Entlastung sorgen, weil die Leute nicht dafür verantwortlich gemacht werden können, dass vielleicht Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist, wie das wünschenswert wäre. Wir wollen aber eben halt gleichzeitig auch sagen, wir fördern Mobilität, die weniger CO2 produziert. Das sind die Positionen, die wir haben. Die haben wir, glaube ich, mit dem Gesetzespaket hier vernünftig adressiert. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 12. Die wird schriftlich beantwortet. Frage 13. Markus Herbrand, bitte. Frau Staatssekretärin. Ja, Herr Herbrand, Ihre Frage zum Thema Unterkunft und Restaurationsleistung. Das Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 22. November 2019 an die Abteilungsleiterinnen und Leiter für Soziales der Länder entspricht dem Ergebnis
des Fachgesprächs im Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 12. November 2019 unter Beteiligung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landessozialministerien, der Kommunalen Spitzenverbände, der Bundesarbeitsgemeinschaft, der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Verbände der Leistungserbringer, zum Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, und wurde mit dem Bundesministerium der Finanzen abgestimmt. Eine entsprechende Verwaltungsauffassung wird derzeit seitens des Bundesministeriums der Finanzen mit den obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmt. Die Abstimmung soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Herr Herbrand. Dazu habe ich keine Nachfrage. Ich glaube aber auch, dass es die falsche Frage war, die beantwortet wurde. Nee, 13 kommt als nächstes. Dann machen wir jetzt 14, bitte. Okay. Ja, Moment, stopp. Ja, Entschuldigung, keine weitere Nachfrage. Dazu keine, gut. Dann die 14. Dann würde ich Sie bitten, aufzustehen, weil die 14 ist auch Ihre Frage. Ja, okay. Ja, Frage 14, hier geht es nochmal um das Thema FIO, das hatten wir ja vorhin auch im Finanzausschuss länger diskutiert. Die von Ihnen erfragten Daten des Monats Oktober 2019 bitte ich der nachstehende Tabelle zu entnehmen. Ich trage sie einmal vor. Im Oktober 2019 sind bei der FIO 10.185 Verdachtsmeldungen eingegangen. In der Rubrik Abgaben befinden sich 3.653, im Monitoring 9.405 und in Bearbeitung nach Erstbewertung 45.356. Die Zahlen für die Monate November und Dezember 2019 können derzeit nicht validiert ausgewiesen werden. Bei den Angaben in den Spalten Abgaben, Monitoring sowie in Bearbeitung nach Erstbewertung handelt es sich um Gesamtzahlen. Die im betreffenden Monaten jeweils abgegebenen, im Monitoring und in der Bearbeitung befindlichen Meldungen sind daher nicht deckungsgleich mit den in diesem Monat eingegangenen Verdachtsmeldungen. Zu der Frage, inwieweit es nach Ansicht der Bundesregierung kontraproduktiv für das Anwerben von kriminalistischen Erfahrungen in der FIO ist, das war ja auch das Gegenstand der Antwort, die wir in Bezug auf den Finanzausschuss gegeben haben, ist es halt so, dass wir, dass man mutmaßen kann, dass möglicherweise die Unterschiede, die es gibt beim Thema Renteneintrittsalter oder Altersruhestand bei Polizei und Zoll vielleicht für Leute durchaus eine Motivation sind, zu sagen, wir wollen nicht wechseln. Wir haben es aber nicht so dezidiert abgefragt. Deswegen können wir das so nicht validieren. Aber möglicherweise spielt das eine Rolle. Das Hauptproblem ist aber in der Tat eher, dass die Polizeien die Leute nicht gerne abgeben. So, Herr Herbrand. Dazu habe ich eine Nachfrage. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage, Frau Präsidentin. Wir haben jetzt über 50.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die nicht abschließend bearbeitet worden sind. Ich halte das ehrlich gesagt für eine Gefahr in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes. Sie sind offenbar auch der Auffassung, dass Sie immer mehr Meldungen ansammeln müssen. Das war heute jedenfalls auch Gegenstand unserer Besprechung im Finanzausschuss. Ich bin der Auffassung, wir müssen eher die richtigen Meldungen bekommen, damit wir gegen die richtigen Sachen vorgehen können. Können Sie mir sagen, inwieweit Fälle bei der Financial Intelligence Unit, die mit Terrorfinanzierung in Bezug stehen, sogenannte weitere eilbedürftige Fälle, so werden die genannt, erst nach Monaten an die zuständigen Stellen der Länder weitergeleitet werden? Ich hatte dem BMF dazu vor vielen Monaten Belege zukommen lassen und würde gerne wissen, was daraus geworden ist. Dazu hat der Leiter der FIO ja heute im Finanzausschuss auch Auskünfte gemacht. Er hat darauf hingewiesen, dass es einzelne Fälle gab, wo spät gemeldet worden ist, dass dem nachgegangen wird und dass nach bestem Wissen und Gewissen versucht wird, das weiter zu reduzieren, dass es aber nicht vollkommen ausgeschlossen ist, dass es immer mal wieder vorkommt. Vielleicht noch mal zur Erläuterung für die Leute, die in diesem Kontext nicht so drin sind. Das mag ja in dieser Runde so sein. Es ist in der Tat so, wir möchten gerne, dass viel gemeldet
gemeldet wird, damit man, weil es auch nicht so ist, dass jede Information, die wir bekommen, automatisch generiert, hier ist ein Geldwäschefall oder hier geht es um Terrorfinanzierung, sondern dass es auch darum geht, Auffälligkeiten zu registrieren, daraus Muster zu entwickeln und dann Rückschlüsse zu ziehen. Insofern ist es auch nicht so, dass die Fälle, die in Bearbeitung nach Erstbewertung sind, da liegen, nicht mehr angefasst werden, sondern die dienen auch dazu, solche Muster weiter zu erhärten. Herr Brandt, weitere Rückfrage? Ja, eine Rückfrage habe ich noch. Also ich bin nicht der Auffassung, dass es hilfreich ist, wenn man auf der Suche nach der Nadel den Haufen immer weiter vergrößert. Ich stelle also fest, wir haben über 50.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen, die nicht abschließend bearbeitet worden sind. Wir haben Hinweise darauf, dass Meldungen zur Terrorfinanzierung monatelang bei der FIU liegen, bevor sie an die Polizei weitergeleitet werden. Und in meiner letzten parlamentarischen Anfrage haben Sie eingeräumt, dass die FIU knapp 200, dass der FIU knapp 200 Mitarbeiter fehlen. Wie wollen Sie den Personalnotstand kurzfristig beheben? Denn mehr Zeit dürfen wir uns aus meiner Sicht da nicht mehr lassen. Also vielleicht noch mal zur Erläuterung. Wir haben nicht 50.000 unbearbeitete Fälle, sondern die sind alle nicht erst gesichtet und sind dann sozusagen weiter in der Bearbeitung nach Erstbegutachtung. Das ist ein Unterschied zum Thema Personalaufwuchs. Wir sind da sehr bemüht, das zügig zu machen, aber eben halt auch mit entsprechender Qualität zu hinterlegen. Unser Interesse ist daran, dass wir hier eine Breite haben, auch an beruflicher Expertise, dass wir auch Leute aus dem Bankensektor gewinnen wollen, aber auch aus dem Nichtfinanzsektor, weil Sie natürlich recht haben, es geht auch nicht nur darum, dass man den Haufen immer größer macht, sondern dass man dann auch die Instrumente hat, es vernünftig auszuwerten. Im Übrigen bemühen wir uns ja auch durch die Zusammenarbeit mit den Geldwäscheverpflichteten eben zu gucken, wie kann man auch Meldungsstrukturen so etablieren, dass man auch gezielter die Sachen bekommt, die man auch braucht. Und es ist auch nicht so, dass jetzt eben nur diese 256 besetzt sind, sondern wir haben hier noch die Unterstützung durch die Leute aus der Zollverwaltung. Also da wird sukzessive ein Personalauswuchs angestrebt und wir halten das auch so für angemessen und vertretbar. Aber schneller wünschen wir uns natürlich immer alle. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 15 vom Kollegen Tobias Matthias Peterke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrem Programm einen Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung angekündigt, mit Ziel der Absicherung der europäischen Bürgerinnen und Bürger und der Minderung des Drucks auf die öffentlichen Finanzen bei externen Schocks. Diese Aufgabe steht auch in der Auftragsbeschreibung an die Kommissarin für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, der dafür federführend ist, und für Beschäftigung und Soziales, Nicolas Schmidt. Erkenntnisse zu konkreten Plänen liegen der Bundesregierung derzeit nicht vor. Soweit auf EU-Ebene ein Vorhaben zur Arbeitslosenrückversicherung verfolgt werden wird, wird die Bundesregierung auf eine Ausgestaltung hinwirken, die eine vom Fragesteller unterstellte Ausweitung des berechtigten Kreises in den jeweiligen nationalen Systemen der Arbeitslosenversicherung ausschließt. Herr Peterke. Ja, vielen Dank. Soweit wundert mich, dass da keinerlei Erkenntnisse vorliegen. Vielleicht liegen ja Vermutungen vor, denn es könnte ja sein, dass damit der europäische die europäische Investitionssicherungsfunktion gemeint ist, die ja seit 2018 schon als Entwurf vorliegt und wo ja in den Erwägungsgründen durchaus das als erster Schritt nur genannt wurde zum Einführen durchaus einer umfassenden Sozialversicherung europaweit. Also wenn ich Sie jetzt darauf hinweise, wie stehen Sie dann dazu, da ja in den Erwägungsgründen, wie gesagt, der Fahrplan schon feststeht, dass es nicht nur dieser Fonds, also diese Funktion sein soll, sondern darauf aufbauend eben bei Schocks und später auch bei sonstigen Schieflagen, dass wirklich eine Art europäisches Kassensystem im Endeffekt vielleicht angestrebt wird. Sind Sie dann dort immer noch entschlossen, sich da auch gegen Frau von der Leyen gegebenenfalls zu stellen? Also was die Frage angeht, wie weit die Diskussionen auf europäischer Ebene schon fortgeschritten sind, das habe ich ja gerade gesagt, da liegen uns soweit keine Erkenntnisse vor. Das mag sein, dass es da weitergeht.
verdiene Diskussionsschritte gibt. Die Haltung der Bundesregierung ist aber, und das habe ich Ihnen ja auch vorgetragen, und da sind wir ja sehr eindeutig, das wissen wir auch sehr konkret, dass wir es nicht so sehen, dass man die Sozialversicherungssysteme dann für dann ausweitet, also, sondern dass es eben um eine Rückversicherung geht, wo man dann im Zweifelsfall, also das wäre der Punkt, worüber man diskutieren könnte, auch wenn wir da innerhalb der Bundesregierung eben keine eingestellte Positionierung zu haben, wo man sagt, klar, als Rückversicherung ist das etwas, worüber man diskutieren kann. Aber so wie Sie das angesprochen haben, dass man sagt, wir weiten den Beteiligtenkreis aus, das sehen wir so nicht. Herr Peterka, nochmal. Dann können Sie trotzdem, glaube ich, gleich stehen bleiben. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir kommen zum nächsten Geschäftsbereich. Und das ist die letzte Frage, die ich noch zulasse im Rahmen der Zeiten, die uns gegeben sind. Das zur Beantwortung ist Dr. Günter Grings bei uns. Das ist die Frage 16. Frau Präsidentin, Herr Kollege Peterka, Sie haben nach dem Thema Wiedereinreisesperren gefragt. Ausweislich des Ausländerzentralregisters zum Stichtag 31. Oktober 2019 waren im Sinne der Frage aus der Personengruppe der 28.283 Personen, auf die sich die Beantwortung der schriftlichen Frage 11.217 bezog, zu insgesamt 11.544 Personen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gespeichert. Herr Peterka. Ja, vielen Dank. Es ist ja im Aufenthaltsgesetz dann auch vorgesehen, deswegen wundert mich die Zahl, dass ja bei einer Ausweisung sogar quasi mit Ermessensreduzierung eine Einreisesperre zu erfolgen hat. Deswegen wundert mich die Zahl von nicht einmal der Hälfte. Aber wenn jetzt dann schlussendlich der Straftatbestand der Wiedereinreise bei Einreisesperre erfolgt, haben Sie da Zahlen oder eine Schätzung, wo dann auch vielleicht nicht nur zur Geldstrafe, sondern zur Freiheitsstrafe gegriffen wurde? Und wirken Sie vielleicht auch darauf hin, dass diese Freiheitsstrafe dann im Herkunftsland angetreten wird? Also ich möchte zumindest mal darauf hinweisen, dass wir Wiedereinreisesperren verhängen, wenn es um praktisch nicht freiwillige Ausreisen geht. Insofern ist das nochmal ein anderer Sachverhalt. Und Wiedereinreisesperren natürlich auch aufgrund der europäischen Vorgaben nicht unbegrenzt ausgesprochen werden können, sondern für eine bestimmte Anzahl von Jahren. Und das kann auch jedenfalls einen Großteil dieser von Ihnen angesprochenen Diskrepanz beinhalten. Im Übrigen haben wir keine Aufschlüsselungen darüber, zu welcher Art von Strafen hier Verurteilungen in den von Ihnen genannten Fällen vorgenommen wurden. Haben Sie noch eine Rückfrage? Dann ganz schnell, die kann ich noch. Nein, ist das. Doch, eher schon. Ganz schnell, die allgemeine Haltung, Verbüßung dann dieser Strafe in den Herkunftsländern, um gerade nicht den Anreiz, dass man hier dann doch wieder Zutritt bekommt, indem man sogar noch die Strafe hier absitzen darf, in Kauf nimmt. Also wir befürworten das sehr, Herr Kollege, dass solche Strafen dann im Herkunftsland verbüßt werden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Grings. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit beende ich die Fragestunde und rufe gleich den nächsten Tagesordnungspunkt.